Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog und zum letzten regelmäßigen Vlog in diesem Jahr. Denn am Freitag ist ja der 1. Dezember. Und das heißt, hier auf YouTube startet mein Adventskalender. Und da gibt es auch Vlogs, aber ich glaube 3 habe ich drin. Aber dann natürlich nicht mehr so mittwochs, wie wir das jetzt immer hatten. Genau, es ist ganz bunt gemischt. Also ich habe ein ganz kleines bisschen DIY dabei, ein ganz klein bisschen nehme ich euch mit in meine Küche. Es sind ganz viele Tipps mit dabei, ich habe meine ersten Meditationen für euch dabei. Es sind Vlogs, es sind Geschenkideen, also ja, ich freue mich total und bin sehr auf euer Feedback dann gespannt. Ab Freitag geht's wie gesagt los. Auf Instagram gibt es übrigens auch einen kleinen Adventskalender. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, das ist immer unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Und kann ich auch gleich noch ankündigen, am 6. Dezember startet meine neue kostenlose Facebook-Challenge. Diesmal geht es um die perfekte Vorbereitung für 2018. Da geht es um Zeitmanagement und Organisation. Also Organisation im Familienleben, aber auch im Haushalt. Es geht um Zielerreichung, es geht um Motivation, es geht um Vision Board. Also ja, wenn ihr da jetzt schon Bock drauf habt, unten auch in der Infobox verlinkt, ist meine Facebook-Mama-Gruppe, wo das Ganze dann stattfinden wird. Da könnt ihr da sehr gerne schon mal reinkommen, würde mich sehr freuen. Und heute habe ich mir zum Thema genommen, dass ich euch gerne meinen Planer für 2018 vorstellen möchte, den ich absolut grandios finde. Und zwar ist das der Klarheit-Planer. Und der ist sehr darauf bedacht, auf Ziele umzusetzen, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten. Also im privaten finde ich ihn halt auch richtig, richtig gut. Deswegen dachte ich so, für euch Mamas oder für uns Mamas ist das natürlich eine richtig coole Sache, halt mal zu schauen, jetzt, wie ist der Ist-Zustand, in welchen Bereichen meines Lebens bin ich absolut zufrieden und welche sind so ausbaufähig, wo möchte ich gern dran arbeiten und dann im Laufe des Jahres zu schauen, was kann ich da halt tun, um diese Bereiche wirklich zu verbessern. Weil ich selber habe das halt auch oft, dass ich so denke, okay, mit dem und dem bin ich unzufrieden. Aber ich fange dann halt auch nicht an, es zu verbessern. Und wenn man halt so einen Planer an der Hand hat, der einen da so ein bisschen anleitet, finde ich das halt richtig cool. Und deswegen möchte ich euch den jetzt im Folgenden gerne ein bisschen genauer zeigen, wie der aufgebaut ist, was mir daran so gut gefällt, wie man mit dem arbeiten kann. Und unten in der Infobox findet ihr dann auch einen Link zum Klarheit-Kalender. Da könnt ihr den dann auch sehr, sehr gerne bestellen. Wie gesagt, ich habe den. Der ist übrigens unabhängig davon, wann ihr damit anfangt. Ihr könnt ihn auch heute bestellen und morgen mit dem loslegen. Ich habe mir aber 1.1. zum Start gesetzt, mit dem Klarheit-Kalender zu arbeiten. Genau, also holen wir doch jetzt mal Klarheit hervor und ich zeige euch den jetzt mal ganz genau. Also das ist jetzt das gute Stück. Das hier ist mein Klarheit-Kalender. Ich habe klassisches Schwarz genommen und ich nehme hier mal das Beigefügte, erstmal zur Hilfenahme. Und zwar, das ist der Nummer 1 Selbstcoaching-Kalender, dein neues Lieblingstool, um dich zu orientieren, organisieren, fokussieren und motivieren. Klingt schon mal super gut. Und hier ist in ganz kurz eigentlich das Prinzip erklärt. Als erstes, nimm dir Zeit und einen Stift und beginne mit dem Coaching-Teil. Schaffe Fokus durch Jahres- und Monatsziele. Also mit dem Coaching-Teil habe ich zum Beispiel schon begonnen. Und diese Jahres- und Monatsziele ist einer der Gründe, warum ich mich für den Kalender dieses Jahr oder fürs nächste Jahr entschieden habe. Weil beruflich habe ich unglaublich viel vor. Es ist so krass. Ich bin so aufgeregt. Ich möchte so viel machen. Und da brauche ich einfach was, wo ich das jetzt schon alles festhalten kann. Ich habe aber auch viele private Ziele. Also ich möchte zum Beispiel meine Gesundheit extremst verbessern. Ich möchte aber mich selbst noch tiefer kennenlernen. Ich hatte so einen, ja, den Gedanken, vielleicht eine Hypnoseausbildung zum Beispiel zu machen. Also ich habe unglaublich viele Ziele fürs nächste Jahr. Dann hat man ja einen normalen Kalenderteil zur Organisation deines Alltags. Schaffe Fokus durch Wochen- und Tagesziele. Also das ist auch wieder cool, dass man sich diese großen Ziele dann halt in Wochen- und Tagesziele dann nochmal runterbrechen kann. Das hilft einfach ja auch unglaublich bei der Zielerreichung. Und nimm dir am Ende der Woche kurz Zeit für die Wochenreflexion. Sieh dir an, wie du vorankommst. Also um auch zu schauen, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Also bin ich immer noch dabei, mein Ziel zu erreichen? Oder auch zu schauen, okay, was habe ich diese Woche nicht geschafft? Was muss ich nächste Woche noch erledigen? Oder was hat diese Woche nicht gut funktioniert? Und hier noch super schön, sei geschmeidig mit dir. Klarheit ist wahrscheinlich neu für dich.
Gib dir Zeit, Klarheit ist ein Prozess. Voll, voll schön. Und jetzt werden wir beginnen und ich werde euch den so ein bisschen zeigen. Hier auch immer schön, kann man gleich einen Stift mit bei haben, finde ich auch immer eine coole Sache. Ich mag dieses Türkis-Schwarz unglaublich gern. Hier ist dann nochmal wirklich kurz erklärt, worum es geht, wozu der Kalender da ist, wie das Ganze funktioniert, wie es aufgebaut ist. Also hier seht ihr, dann, also erst kommt so ein Erklärungsteil, dann dieser Coaching-Teil, den ich wie gesagt schon angefangen habe zu bearbeiten. Dann Teil, wo man wie gesagt seine Jahres- und Monatsziele festlegt. Dann der große Teil natürlich, der Kalenderteil. Und dann hat man halt hinten die Wochenreflexion, wo man dann jeweils halt hinblättert und am Schluss nochmal den Jahresrückblick. Beziehungsweise dann so ein einfach leere Seiten für Notizen und Ideen. Finde ich auch immer gut, dass man da Platz für hat. Genau, also hier mit dem Coaching-Teil habe ich, wie gesagt, schon angefangen. Und bei dem Coaching-Teil geht es halt wirklich darum zu schauen, wie ist der Ist-Zustand? Also wo stehe ich gerade? Wie sieht es jetzt aus? Dann, was ist mir wichtig? Also was sind meine Werte? Was sind meine Motive? Da bin ich zum Glück recht klar, was meine Werte sind. Das habe ich auch schon mal in einem Video mit euch geteilt. Dann, wohin will ich mich entwickeln? Also die Ziele, das wird richtig spannend. Und wie komme ich dorthin? Das ist es natürlich. Ne? Wie ist meine Strategie, um diese Ziele, die ich mir hier setze, auch zu erfüllen? Und dann geht's los. Wie gesagt, hier habe ich schon einiges ausgefüllt. Diesen Coaching-Teil kann ich euch sehr empfehlen, das in Ruhe zu machen. Das auch zu zelebrieren. Also zu sagen, okay, heute Abend nehme ich mir eine Stunde Zeit und beschäftige mich mal mit dem Coaching-Teil. Und dann mache ich mir eine schöne Tasse Tee, ich mache mir eine Kerze an, ruhige Musik, weil das braucht Zeit. Also deswegen mache ich das auch peu à peu. Ich habe hier halt angefangen und das kommt halt auch noch im Laufe des Jahres, damit ich dann wirklich am 1. Januar gut da reinstarten kann. Und dann hat man halt so Fragen wie zum Beispiel, welche Menschen inspirieren mich? Aufgrund welcher Eigenschaften und Werte tun sie das? Oder welche persönlichen Werte oder Überzeugungen haben mich zu diesen Eigenschaften bzw. Leistungen gebracht? Also hier auf eigene Eigenschaften bezogen. Und genau, das sind so Fragen, die man sich selbst im Alltag einfach nicht stellt. Das sind solche klassischen Coaching-Fragen. Deswegen ist es ja auch ein Selbst-Coaching-Kalender. Und das ist immer wirklich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, diese Fragen zu beantworten und sich damit zu beschäftigen. Hier hat man das haben wir in meiner letzten Challenge auch gemacht. Was gibt mir Energie, was raubt mir Energie? Da kann ich euch auch gerne nochmal mein E-Book unten verlinken. Da haben wir das alles so besprochen, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Dann hat man hier, ne, da geht es auch nochmal um Energie. Hier, da hat man dann wieder noch einen Fragenteil. Und hier hat man, das möchte ich erreichen. Also in den nächsten 12 Monaten möchte ich das in meinem Leben erreichen. Also super cool. Hier hat man immer auch nochmal so eine kleine Erklärung, ne? Also wie man damit umgehen soll mit dieser Grafik zum Beispiel. Es ist wirklich idiotensicher gemacht. Und hier hat man dann, ich bin ein Jahr weiter. Ich habe erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Was sehe ich um mich herum? Also dann beschreibt man wirklich ganz detailliert die Zielerreichung. Und das ist super wichtig, weil das musst du vor Augen haben. Das ist Motivationskick pur, wirklich. Und hier kann man es dann auflisten. Da bin ich schon super gespannt. Ich weiß jetzt schon, der Platz reicht nicht. Für meine privaten Ziele vielleicht. Für meine beruflichen Ziele muss ich mal schauen, ob ich es auf 5 runterbrechen kann. Genau. Und da trägt man die erstmal so grob ein. Sind auch nochmal Tipps gegeben, wie man Ziele am besten formuliert. Moment. Und hier macht man das dann wieder noch einen Schritt detaillierter. Also es leitet euch wirklich Schritt für Schritt. Hier schreibt ihr den Monat hin. Den Fokus. Worauf möchte ich mich in dem Monat fokussieren? Dann das konkrete Ziel. Super genial. Oder auch mehrere Ziele, wenn ihr das habt. Und dann geht der ganz normale Kalenderteil los. Und der ist auch super schön aufgebaut. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar hier. Also wie gesagt, ihr könnt den Klarheit-Kalender jederzeit im Jahr anfangen. Der ist halt individuell von euch beschreibbar. Ich fange halt wirklich am 1.1. an. Und da hat man ganz normal die Tage aufgelistet. Auch schön viel Platz, wie ich finde. Dann hier ist Ziel und Fokus. Also welches Thema stelle ich in dieser Woche in den Fokus? Welches konkrete Ziel verfolge ich damit? Also das dann nochmal wirklich aufgeschrieben, auch sichtbar gemacht für sich. Dann hier hat man nochmal einen Aufgabenbereich. Ich denke, den werde ich nutzen, um in der Woche zuvor hier schon mal alle Aufgaben aufzulisten, wo ich weiß, okay, die kommen in der Woche auf mich zu. Und dann teile ich mir die auf die einzelnen
Tage auf. Hier Gutes, das passiert ist. Hier, das habe ich erreicht. Auch immer wichtig, um die Motivation hochzuhalten, um euch vor Augen zu führen, was habt ihr geschafft. Und wenn ihr es halt privat nutzt, das habe ich erreicht. Ich habe es zum Beispiel geschafft, das Buch zu lesen, was ich endlich beenden wollte. Oder ich habe es geschafft, endlich den Yogakurs anzufangen, den ich schon lange machen wollte. Und hier hat man Freiraum für weitere Notizen. Das finde ich auch immer gut. Und so zieht sich das dann durch. Da blättern wir jetzt mal drüber. Denn ich möchte euch gerne noch die Wochenreflexion zeigen, die man dann am Ende jeder Woche halt gerne machen kann. Und da sind dann zum Beispiel so Fragen wie: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie war die vergangene Woche insgesamt? Und worauf führe ich das zurück? Dann, wofür bin ich dankbar in der vergangenen Woche? Was habe ich Neues gelernt? Hier kann man, das habe ich gegeben, also was habe ich anderen gegeben? Und was habe ich erhalten? Halt auch so schön zu sehen. Und hier unten, mit wem möchte ich nächste Woche ein ehrliches Gespräch führen? Was möchte ich ihm ihr sagen? Das finde ich für die privaten Ziele sehr wichtig. Es gibt so Sachen, um dieses Problem zu lösen, muss man sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Es ist einfach so, es ist hart und anstrengend und tut weh, aber es muss sein. Und da ist das halt sehr schön. Oder worauf möchte ich mich nächste Woche konzentrieren? Ist halt auch super cool. Und dann kann ich euch ja noch zeigen, den Jahresrückblick. Den fand ich auch cool aufgebaut. Hier haben wir den. Das ist nochmal ganz klassisch gemacht. Das ist auch so ähnlich, wie wir das im Dezember in meiner Challenge machen werden, sich mal halt Gedanken über das letzte Jahr zu machen. Also über welche drei Ereignisse des letzten Jahres freue ich mich am meisten und warum? Was habe ich in den letzten 12 Monaten verändert? Das ist halt auch sehr krass, sich darüber Gedanken zu machen. Zu welchen wichtigen Erkenntnissen bin ich gekommen? Und worauf freue ich mich im nächsten Jahr besonders? Und was möchte ich mir selbst Gutes tun, um die Erfolge des letzten Jahres zu feiern? Auch super cool. Zu sagen, okay, hey, ich habe alle meine Ziele erreicht oder ich habe 70% meiner Ziele erreicht und dann belohne ich mich halt auch dafür. Und dann macht man hier nochmal was, eine Übung, die man im vorderen Teil quasi schon begonnen hat. Und hier hat man dann halt wirklich nochmal die Lernseiten für Notizen, was ich in einem Kalender auch immer super, super wichtig finde. Und es sind zum Glück nicht so wenige, sonst sind das immer nur so 2 Seiten, das bringt mir immer nichts. Aber hier hat man wirklich sehr, sehr viele leere Seiten. Genau, das ist der Klarheit-Kalender, den ich schon jetzt liebe. Also, weil ich einfach von dem Konzept überzeugt bin, begeistert bin und ich der Meinung bin, dass er mir sehr, 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 sehr helfen wird, im nächsten Jahr alle meine Ziele zu erreichen und einfach auch den Überblick zu behalten, fokussiert zu bleiben und einfach zu schauen, ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin. Also immer noch die Zielerreichung halt immer mal wieder zu kontrollieren. Bin ich denn immer noch auf dem richtigen Weg, meine Ziele zu erreichen? Also ich kann euch den sehr empfehlen. Wie gesagt, fürs Berufliche, na klar, aber auch fürs Private. Und wie gesagt, ihr findet unten in der Infobox einen Link. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und vielleicht euren Klarheitkalender bestellen. Ihr könnt in diesem Vlog noch etwas gewinnen. Und zwar möchte ich euch etwas Gutes tun. Ich bekomme so viele Nachrichten, wie ich es schaffe, so viele Bücher zu lesen. Also die Mamas schaffen einfach nicht, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal für euch, so ein bisschen. Also ich gebe euch so den ersten Anstupser. Ich verlose nämlich ein Buch heute mal. Und zwar ist es dieses hier. Amelie wollte singen von Carla Grün. Wer mir schon lange und intensiv folgt, weiß, dass ich die Bücher von Carla liebe. Wirklich liebe. Und dieses Jahr hat sie eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, eine Kurzgeschichte. Und dieses Buch kann man wirklich an einem Abend lesen. Und deswegen könnt ihr bei mir dieses Buch gewinnen und da sind noch ein paar Goodies dann in dem Paket mit drin, die euch einen schönen Leseabend machen werden. Und das heißt, ihr könnt euch dann einen Abend frei nehmen, einen Abend, den ihr blockt, wo ihr den ganzen Abend nichts anderes macht, außer meine Goodies zu genießen, dieses wundervolle Buch zu lesen und Carla dann hoffentlich eine Bewertung auf Amazon zu hinterlassen. Das finde ich immer sehr schön, die Autoren dann damit einfach zu unterstützen. Also das ist so mein Gedankengang bei diesem Gewinnspiel, dass ich euch einen Leseabend schenken möchte mit diesem tollen Buch Amelie wollte singen. Ich lese euch nochmal vor, um was es geht vielleicht. Hätte er nicht so ein lautes Lachen, dann wäre ja eher angenehm. Hätte, hätte. Die komplizierte Amelie will sich nicht mehr verstellen, nur um jemandem zu gefallen. Zwischen Zimt und Schnee, romantischen Weihnachtsliedern und zärtlichen Küssen sucht sie nach ihrem Weg, um frei und erfüllt zu sein. Ich
finde, das passt super zu uns und zu diesem Kanal. Deswegen danke an Carla, dass ich das verlosen darf. Alle, die an der Verlosung gerne teilnehmen wollen, da findet ihr alle Informationen zu unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Glück.